Ich eröffne die Sitzung an einem wunderschönen Tag, Plenarsitzung am Donnerstag. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Immer wieder ein Zeichen der Verbundenheit, auch mit dem Präsidium. Deshalb freuen wir uns und stellen auch die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben nur noch einige offene Punkte. 12 bis 35, 37, 40, 50, 52 bis 57 und 62 und 64. Jetzt sind noch eine ganze Reihe dringlicher Anträge eingegangen. Die sind verteilt. Zum ersten dringlicher Antrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Regelung zur Kormoranbekämpfung. Kormoranbekämpfung. Das gibt es auch in Nordhessen. Jawohl. Maßnahmen zur Gewässergüte, Drucksache 19-4956. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Top 64 und kann mit 21 aufgerufen werden. Jawohl. Dann haben wir einen dringlichen Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Verordnung zu Unterstützungsleistungen im Alltag, Drucksache 19-4957. Dringlichkeit ebenfalls bejaht. Das wird der Top 65. Und wir können ihn mit Top 13 zu diesem Thema aufrufen. Zusätzlich eingegangen, weiterer dringlicher Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schonzeit des Waschbären, Drucksache 19-4958. Auch beim Waschbären wird die Dringlichkeit bejaht. Tagesordnungspunkt 66 kann mit 16 aufgerufen werden. Gut, Kollege Rudolph stimmt zu. Dann machen wir das. Dann haben wir noch einen Antrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Zukunftskonzept. Ist großer Erfolg, ein wichtiges Signal an die Patienten, die Beschäftigten, ihre Familien für die Gesundheitsregion Mittelhessen. Das ist 19-4959, Tagesordnungspunkt 67 und kann mit 55 zur Aktuellen Stunde aufgerufen werden, wird dann ohne Aussprache abgestimmt. Das machen wir auch so. Und ein weiterer Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend des Bundesgesetzentwurfs zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. 19-4960, Dringlichkeit wird bejaht, Top 68 und kann mit der Aktuellen Stunde zu 53 aufgerufen werden, ohne Ausspracheabstimmung, auch klar. So, das waren die Dringlichen. Vereinbarungsgemäß, wir tagen heute bis 18 Uhr, eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden und so weiter und so fort. Das weiß jeder. Die dringlichen Anträge werden danach abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt der Herr Ministerpräsident Volker Bouffier, ganztägig, er ist im Bundestag, der Herr Staatsminister Axel Windermeyer, ganztägig, und die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich, ganztägig, und der Staatsminister Prof. Lorz, ganztägig. Es fehlt der Herr Staatsminister Al-Wazir ab 15 Uhr. Und die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 17.15 Uhr. Gut, wenn wir uns beeilen, sind wir fertig bis dann. Es ist erkrankt und damit entschuldigt die Frau Vizepräsidentin Heike Habermann, der Abg. Gerhard Merz, der Abg. Corrado Di Benedetto, die Abg. Andrea Ypsilanti und der Abg. Stefan Krüger. Alle erkrankt und damit entschuldigt. Wir haben heute auch einen Geburtstag zu feiern. Ich gratuliere im Namen des gesamten Hauses unserer Kollegin Elke Barth zu ihrem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. So, Herr Kollege Schmidt, Sie hatten gesagt, wenn der Präsident nicht da ist, ist die Sitzung beendet. Wenn Sie das geschäftsordnungsmäßig
beantragen wollen, können wir das behandeln. So, also das ist auch klar. Dann könnten wir, wenn alle einverstanden sind, einsteigen in die Beratung der Tagesordnung. Das machen wir auch.